Wenn eure CPU und eure GPU nicht aufeinander abgestimmt sind, ist das rausgeschmissenes Geld. Deshalb zeigen wir euch heute die besten CPU-GPU-Kombis in allen Auflösungen, also ob ihr in Full HD, QHD oder UHD zocken wollt, für jeden ist was dabei. Wir starten in Full HD. Und da besteht die beste Kombi aus der AMD Radeon RX 6600 und dem AMD Ryzen 5 3600. Kostet nur rund 330 Euro und damit könnt ihr fast alles mit hohen bis maximalen Details zocken. Raytracing ist mit der Karte nicht drin, ist in dem Preissegment auch schwierig. Am ehesten käme dann eine Nvidia RTX 4060 in Frage, aber die kostet auch fast 100 Euro mehr. Bei der CPU könnt ihr, wenn ihr die bei einem Intel verbauen wollt, auch zum i5 12400 greifen. Aber euch muss klar sein, der bietet ein paar Prozent weniger Gaming-Performance, kostet euch aber 20 bis 30 Euro mehr. Wenn ihr Spiele zockt, die sehr CPU-heavy sind, dann würde ich euch eh noch mal eine andere CPU empfehlen, und zwar den 5700X3D. Ja, ich weiß, deutlich teurer, über 100 Euro teurer, aber dank dem 3D V-Cache ist das Ding beim Gaming über 30% schneller. Weiter geht's mit QHD, auch bekannt als 1440p. Hier empfehlen wir die Radeon 7800 XT und den Ryzen 5 7500F. Für rund 700 Euro bekommen wir flüssige 60 FPS bei maximalen Details in fast allen Spielen. Die Grafikkarte ist mit 16 GB auch sehr gut aufgestellt und sogar Raytracing ist möglich, wobei ihr dann wahrscheinlich ein paar andere Settings runterschrauben müsst. Jetzt ist 700 Euro nur für GPU und CPU schon ein ordentliches Sümmchen. Es geht auch günstiger. Ihr könntet auch statt der 7800 XT eine 7700 XT kaufen. Die ist so 13% schwächer, aber auch 100 Euro günstiger. Und für hohe Settings in den meisten Spielen bei der Auflösung reicht die Leistung. Der größte Nachteil sind die 12 GB Videospeicher, die sind halt weniger zukunftssicher. Wenn es unbedingt eine Nvidia-Grafikkarte sein soll, dann empfehlen wir für 1440p die RTX 4070 Super. Da habt ihr dann nochmal deutlich mehr Raytracing-Leistung, aber die Karte kostet eben nochmal 75 Euro mehr als die 7800 XT. Bei der CPU haben wir auch noch eine Alternative. Wenn ihr wirklich sehr CPU-lastige Spiele spielt, dann würde ich hier auch den 5700X3D empfehlen. Oder wenn ihr wirklich richtig, richtig viel CPU-Power braucht, dann vielleicht sogar den 5800X3D. Und damit sind wir schon bei UHD angekommen, besser bekannt als 4K. Hier müssen wir natürlich ganz oben ins Regal greifen, also es wird teuer, aber wenn ihr das Geld habt, dann würde ich euch die Kombi aus der Radeon RX 7900 XT und dem Ryzen 7 7800X3D empfehlen. Die Radeon-Karte, die ist performant genug, um in fast jedem Game 60 FPS bei maximalen Details zu schaffen. Und mit 20 GB Videospeicher seid ihr auch sehr gut für die Zukunft gerüstet. Der 7800X3D, der ist auch wirklich so gut, dass selbst wenn ihr sehr CPU-lastige Spiele spielt, ihr damit auch super aufgestellt seid. Wenn ihr jetzt wirklich fast nur GPU-lastige Spiele spielt, könntet ihr auch eine günstigere CPU kaufen, zum Beispiel den 5800X3D. Aber wir sind hier schon im sehr hochpreisigen Segment und einfach mit Blick auf die Zukunftssicherheit würde ich euch tatsächlich zum 7800X3D raten, wegen dem neueren AM5-Sockel. Raytracing geht tatsächlich auch, die RX 7900 XT, die hat da schon Leistung, aber machen wir es nichts vor, ohne Upscaling und vielleicht auch reduzierte Details je nach Spiel geht da nichts. Wenn ihr wirklich die volle Raytracing-Leistung haben wollt, dann müssen wir wieder bei Nvidia gucken, und zwar kommt dann eigentlich nur die RTX 4080 Super in Frage. Ist natürlich ein Biest, also damit seid ihr perfekt für UHD gerüstet, aber guckt vorher nochmal auf euer Konto, weil unter 1000 Euro allein für die Karte geht da gar nichts. Und denkt generell dran, bei all den Preisen, die wir hier mal nennen, die Preise ändern sich ja andauernd. Also bevor ihr irgendwas kauft, vergleicht selber nochmal und checkt selbst die Preise nochmal. So, das waren unsere Empfehlungen für CPU-GPU-Kombis. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für eine Kombination in eurem PC habt. Bei der Auswahl der Grafikkarte gibt es ja außerdem auch noch ganz andere Dinge zu beachten, zum Beispiel die Leistung eures Netzteils. Aber keine Sorge, auch da haben wir schon ein Video zu gemacht. Klickt mal hier, da kommt ihr dahin und da erkläre ich nochmal genau, worauf ihr beim Kauf einer neuen Grafikkarte unbedingt achten solltet. Und wenn ihr vorher noch ein Like und ein Abo da lasst, würde ich mich natürlich freuen. Viele von euch haben tatsächlich noch nicht abonniert, also wenn euch der Content gefällt, lasst doch ein Sub da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.